Jetzt. Das ist schön. Ja, herzlich willkommen beim ersten Heimvideo. Was wir heute machen, wir machen eine virtuelle Party. Und ganz klar für mich steht im Vordergrund nicht, dass wir konkurrieren wollen mit unseren Kollegen von AMC International. Die machen so diese kurzen Videos sehr praktisch und sehr hilfreich. Oder die Kollegen, gerade der Herr Braun macht das super von Koch dich happy. Tolle Videos, die er macht. Das machen wir nicht. Was wir machen, ist, wir machen einen Teaser. Ein Einspielvideo einfach für mich, für meine Kunden. Ich habe meine liebe Kollegin Petra, die jetzt hinter der Kamera steht. Nachher tauschen wir noch. Also gibt es zwei Videos und zwei Gerichte. Und was wir jetzt einfach kochen, so eine Art virtuelle Party, um einfach zu zeigen, wie das bei uns funktioniert. Sollte Corona nochmal mehr kommen, was wir eigentlich wollen. Keiner braucht das, aber man weiß es nicht. Ja. Kurz und bündig, was machen wir? Circa 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wir kochen was Leckeres. Ich habe gestern frische Pfifferlingen gekriegt. Normalerweise mein Lieblingsgericht mit getrockneten Steinpilze. Aber mit Rezepten ist es immer so, man kann es ja machen, wie man möchte. Und wir machen es jetzt mit Steinpilze Risotto. 30 Sekunden und ein leckeres Lachssteak. Ja, wir filmen in ein Stück durch. Es wird nicht geschnitten. Das heißt, alle Fehler, die drin sind, ja, da müsst ihr leider mit leben. Ich fange einfach an. Schön, dass ihr zuguckt, schön, dass ihr da seid. Wer bin ich? Robert Mensch, für die, die mich nicht kennen. Ich habe vor fünf Monaten angefangen bei der AMC. Warum habe ich angefangen bei der AMC? Weil ich nach meinen langen Jahren bei der Gastronomie, also in der Gastronomie, gerne was anderes machen wollte. Und ich habe da was gefunden für mich, wo ich echt sage, das ist geil, das macht Spaß. Und ja, ich will nicht zu viel Werbung machen, weil es soll ja eigentlich kein Werbevideo sein. Aber ich baue meine eigene Struktur auf, also wer möchte, meldet euch bei mir, dann sprechen wir mal darüber, was so geht. Wir machen einen schnelleren Risotto heute. Ich habe dafür den Navigenio, habe ich gerade angesetzt auf 6. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, und zwar 250 Gramm Risotto, Butter, ein bisschen Brühe, ein bisschen Wasser, frische Pfifferlinge. Wir brauchen nämlich nicht viel. Und das Spannende an diesem Gericht ist, was mir so gefällt an diesem Gericht, ist nicht, dass es extrem schnell geht, was schön ist, sondern das, was mir gefällt an diesem Gericht, ist, dass es extrem lecker ist. Weil wir machen das mit unserem Seco-Quick, unserem Schnellgardeckel. Und das Besondere an dem Schnellgardeckel ist folgendes. Ich zeige sie gerne mal. Alles, was wir im Topf packen, das bleibt da drin. Das heißt, wir haben pure Geschmack, wir haben mehr Vitamine. Und wir brauchen viel weniger Würzmittel, um ein viel besseres Ergebnis zu erreichen. Darum liebe ich diesen Deckel so. Die Geschwindigkeit ist natürlich toll, weil wir brauchen wirklich nur ganz wenig Zeit. Aber geht mir eigentlich um was anderes. Ich nehme jetzt nochmal eine Zwiebel. Den Reis habe ich schon mal reingemacht. Und über Rezepte, wie gesagt, lässt sich bekanntlich streiten und jeder kann das nach eigenem Gusto machen. Ich halte die Gerichte gerne möglichst klar. Ich mag immer den Eigengeschmack, den puren, leckeren Geschmack. Und das ist das, was ich mag. Zwischen Klammern, das, was wir hier sehen, ist unser Quick Cut. Das ist mein persönliches Lieblingsgeschenk für Gastgeber von Partys. Und ich sage immer zu meinen Männern, also wo ich dann bin, sage ich immer, du magst bestimmt keine Frauen weinen sehen, ich auch nicht. Grob geschnitten und fertig, viel mehr brauchen wir nicht machen. So, ich arbeite gerne mit meinen Händen und benutze demnach auch natürlich viel Desinfektionsmittel, aber das geht am besten. Wir haben den Zwiebel, wir haben den Risotto-Reis. Ich habe die Platte schon mal angemacht. Das Besondere ist aber, wir brauchen gar nicht richtig anrösten, sondern wir packen hier einfach alles rein, was wir brauchen. 250 Gramm Risotto-Reis, das sind 400 Milliliter Wasser. Man kann auf die Brühe verzichten. Die, die es würzig mögen, können gerne ein bisschen mehr nehmen. Die, die es nicht so würzig mögen, ein bisschen weniger. Ich mache nur so ein bisschen rein. So den Geschmack unterstreichen. Das Wichtigste fehlt für mich. Den Wein. Und ich mag es gerne ein bisschen schlotzig. Für die, die es nicht so schlotzig mögen, können ein bisschen weniger nehmen. Ich mache das frei Schnauze, und wenn ein bisschen mehr Flüssigkeit da drin ist,
Mich stört's wenig. So, jetzt haben wir da drin. Kochen muss Spaß machen. Prost. Prost. Du kriegst gleich auch Petra, versprochen. Und das am Tag. So, wir haben jetzt da drin Risotto, wir haben Zwiebel da drin, wir haben unsere Pilze da drin, ein bisschen Brühe, Wein, Wasser. Für mich war das alles. Wir machen den Schnellgardeckel drauf. Und ich weiß nicht, ob du das von früher kennst, da klebt die schon mal an die Decke. Das kann bei uns nicht passieren, das ist fest, man kann es mitnehmen zum Nachbarn. Dann habe ich hier unseren schlauen Helfer, wir nennen das gerne mal Piepser. Eigentlich heißt es aber der Audioterm und hier darauf haben wir einen Visioterm. Und das, was jetzt spannend ist, wir haben einen sogenannten Schnellgardeckel. Und bei dem Schnellgardeckel, wie es Wort schon sagt, das geht alles ein bisschen schneller. Normalen Risotto etwa 20, 25 Minuten. Wir machen das ein bisschen schneller. Das wären jetzt die etwa 23 Minuten, die wir normalerweise haben. Finde ich aber ein bisschen viel. Wir machen ein bisschen weniger. Na, wo ist sie? Machen wir nochmal. Doppelt hält besser. So, das wären jetzt 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute. Und hier haben wir P für Pasta oder schnell. Die legen wir auf. Stellen auf den sogenannten Softfenster. Auf P. Das Ganze braucht jetzt einmal aufheizen. Sobald es aufgeheizt ist, 30 Sekunden. Dann machen wir die Platte aus. Und während wir dann von alleine drucklos werden lassen, und warum lasse ich immer von alleine drucklos werden, hat auch einen Grund. Man kann abdampfen, beim Abdampfen ist dann natürlich wesentlich schneller fertig, dann kann man technisch gesehen sofort essen. Aber, und da kommt der Aber dazu, beim Abdampfen klebt alles zwischen die beiden Deckelteile, das kann ich nachher mal zeigen. Und deswegen lasse ich immer von alleine drucklos werden, weil dann bleibt auch alles da drin. Weil beim drucklos, beim Abdampfen schießt man den Dampf raus, die da drin ist. Und natürlich damit ganz viel Geschmack, Aroma, und das finde ich immer schade. Also deswegen lieber die 4 Minuten einmal von alleine drucklos werden lassen. Und wenn man es ein bisschen beschleunigen will, einfach in kaltem Wasser stellen. Denn unsere Töpfe, für die es noch nicht wussten, speichern die Hitze für bis zu eine Stunde. Das heißt, wenn ich es jetzt abkühlen lassen möchte, am besten einmal sorgen, dass der Boden kalt wird. Dann geht es auch schneller. So, das geht jetzt von alleine. Was habe ich sonst noch vor mit euch? Bisschen Lachs. Das Lachssteak. Und in der Zwischenzeit räume ich mal ein bisschen auf, weil ich mag es immer nicht, wenn meine Küche so ausschaut wie Hulle. Also ich möchte euch nicht den Rücken drehen, aber ich tue es trotzdem. So, Petra, bitte nicht mehr in die Drecksecke jetzt. Das wollen wir alle ersparen. So, was brauchen wir gleich noch? Stich Butter. Was brauchen wir noch mehr? Wir brauchen gleich noch ein bisschen Pecorino. Also einen leckeren italienischen Hartkäse. Auch hier arbeiten wir nach Geschmack. Ich mache es grob und einfach so ein bisschen nach Schnauze. Es kommt ja alles da rein und das ist im Wesentlichen wurscht. Es geht um puren Geschmack. Man kann natürlich auch fertig geriebene nehmen. Ich finde es so einfach besser. Aber wie gesagt, das darf jeder für sich wissen. So, das ist das, was wir gleich da durchheben. Und dann machen wir gleich für oben da drauf einfach nochmal so ein paar Splitter. So, das ist der Käse. Dann haben wir hier frischen Basilikum. Bei frischen Basilikum, bei Kräutern verhält es sich so. Manche Kräuter eignen sich wunderbar zum Mitbraten, sehen wir gleich. Frische Basilikum ist eher so etwas, was man bitte nicht zu früh mitkocht. Denn wenn man es zu früh anfängt mitzukochen, verkocht es nur, dann hat man den Geschmack nicht mehr. Also Basilikum eher einfach zum oben drauflegen. Also in der Zwischenzeit hören wir schon, was hier hinten passiert. Das ist unsere Schnellgardeckel. Der hat gerade verschlossen. Das heißt, da haben wir gleich auch die Temperatur schon drin. Sobald der fertig ist, wechseln wir einmal. Und dann nehme ich hier unserem Allround-Pfanne, den liebe ich. Ich liebe eigentlich alle unsere Pfannen, aber das ist ein anderes Thema. Wir braten hier nämlich ohne Fett. Und das Schöne ist bei den Hotpan, wir haben hier so eine Struktur auf dem Boden und das macht es ganz besonders, weil wir brauchen kein Fett, wenn irgendwas Eigenfett hat. Und Lachssteak
haben wir auf der Haut gebraten, also machen wir gleich zumindest auf der Haut braten. Und das Schöne bei auf der Haut braten ist auch hier, wir brauchen nichts dazu, wir nehmen ein bisschen frischen Kräuter und ansonsten mache ich ganz, ganz wenig. Zwischen Klammern, häufig wird nachgefragt beim Risotto, ob wir da Knoblauch drin machen können. Natürlich kann man da Knoblauch drin machen. Ich mache es normalerweise nicht so gerne, aber der eine mag es und der andere nicht. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Wir haben hier den Lachs. Für gleich bei den Lachs habe ich aus dem Garten ein bisschen frischen Kräuter geholt. Ich werde heute nicht alles verwenden. Ich habe mal ein bisschen Thymian und Rosmarin. Das finde ich super beim Lachs. Ansonsten machen wir relativ wenig. Aber so Kräuter im eigenen Garten, das geht sogar auf dem Balkon, im Balkonkasten. Kräuter sind in der Regel sehr, sehr friedliebig und dankbar und kann man ganz unkompliziert selber ziehen. Da braucht man nicht viel Geld ausgeben und im Gegenteil, man hat wirklich leckeres, pures Geschmack, aber gerade so Kräuter. Oh, ich liebe das. Aber gut, es geht ja nicht um mich, es geht um euch. Das haben wir vorbereitet, das dürfte gleich soweit sein. Hier sieht man, die Temperatur kommt schon hoch. Und das heißt, jeden Moment dürfte das da sein, wo wir es gerne haben wollen. Vorbereitet, vorbereitet, das kann weg. Ja, was kann ich noch mehr erzählen? Ich könnte so viel erzählen, aber wir wollen es ja kurz und knapp halten. Und jetzt auch nicht ablenken davon. Jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren, die finden wir aber gleich wieder. Helf mir noch, Petra, was soll ich noch erzählen? Schüttelt den Kopf, die möchte nichts sagen. Das ist am einfachsten. Es erinnert mich gerade so ein bisschen, da muss ich mal erzählen, weil ich sprach gerade von Koch dich happy und Koch dich happy ist es so toll für alle, die AMC haben. Er macht die Videos so, so toll und ich bin gerade so ein bisschen daran erinnert, bei mir passiert genau das Gleiche, was ihm passiert. Das ist aber das Leben. Man sieht jetzt hier, es piept das erste Mal. Das heißt im Klartext, wir könnten jetzt die Platte aussetzen. Für Gerichte, die länger brauchen, würde ich jetzt stehen lassen. Ich nehme sie jetzt einfach schon mal fast runter von der Platte, weil ich weiß, dass es jetzt ganz gleich nochmal piept. Da ist sie nämlich schon. Und ob ihr es glaubt oder nicht, unser Risotto ist gerade fertig. Das nehme ich jetzt runter, die brauchen wir nicht mehr. Das Risotto lassen wir abkühlen. Ich habe hier eine wunderschön heiße Platte, nehme jetzt die Pfanne. Die Pfanne hat den gleichen Boden, auch die speichert die Hitze. Das heißt, die stelle ich hier auf. Suche ich gerade meinen Deckel? Oh, da! Nochmal eine fleißige Helfer. Und bei unseren Pfannen ist es wichtig, weil bei uns ist es die Temperatur, der entscheidet. Und warum sage ich das? Das ist ganz einfach. Wir braten bei 220 Grad. Warum braten wir bei 220 Grad? Weil das genau die ideale Temperatur zum Braten ist. Wenn wir höher kommen, Temperatur, erreichen wir den Rauchpunkt von Butter. Aber, das ist viel wichtiger, wenn der Pfanne zu heiß wird, dann klebt alles fest am Boden und löst sich nicht mehr. Und das wäre ja fatal. Zwischen Klammern, das gleiche Problem hätten wir, wenn wir die Temperatur zu niedrig haben. Denn unser System funktioniert so, dass sobald die Temperatur erreicht ist, packen wir das Gargut rein und es löst sich von alleine, wenn es fertig ist. Jetzt kann man über Lachs lange diskutieren und sagen, der eine mag es roh von innen, der andere nicht. Ich mag es, wenn es innen wirklich noch glasig ist. Das werden wir aber gleich mal anschauen. Das ist natürlich auch hier nach persönlichem Geschmack. Das werden wir aber gleich sehen. Die Pfanne lege ich jetzt nichts da drauf, aber wir haben gleich den Bratenfenster, wie man hier, die Petra kommt schon, wie man hier sehr schön sehen kann, den ersten Fenster, da sieht man hier das Kotelett. Wir sagen bei uns, wer Kotelett und Möhre voneinander unterscheiden kann, kann mit der AMC kochen. Wir haben hier gleich den ersten Fenster erreicht und da packen wir dann gleich, sobald das da ist, die Platte aus, den Fisch rein und dann geht es von alleine weiter. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, um die restlichen Sachen vorzubereiten und das, was wirklich schade ist, ich schmunzel dabei, weil ich weiß nämlich, was gleich passiert. Wenn gleich das Essen fertig ist und angerichtet ist, rate mal, wer es essen darf. Ihr seid ja nicht da. Für eure Party, wenn ich bei euch komme, dann koche ich natürlich für euch, dann esse ich nicht mit. Für die virtuelle Party werden wir es ein bisschen anders machen. Bei der virtuellen Party koche ich dann tatsächlich hier zu Hause. Und da kommt ihr nicht im Genuss vom Ausprobieren. Und ich glaube, das ist genau das, was es ausmacht. Weil diesen Koch-Events, die wir veranstalten, da geht es um Genuss. Und der Genuss kommt wirklich nur, wenn man hier steht und riecht. Und das kann ich leider nicht so übermitteln, wie ich es gerne wollen würde. Aber wir gucken gleich mal und dann könnt ihr zugucken, wie ich den ersten Biss nehme. Zwischen Klammern, Petra, du kriegst auch gleich eine Portion ab. Freue mich schon. Das kriegen wir hin. So, das kühlt langsam runter. Der ist gleich soweit. Dann räumen wir noch mal ein bisschen auf. Ja, schadet ja nicht.
viel hilft viel, oder wie heißt das nochmal? Temperatur gleich da, das läuft, ja, im Moment kann ich eigentlich, ist jetzt der Moment, dass ich sagen kann, ich könnte mich um andere Sachen kümmern. Und könnte das machen, genau, könnte das machen, was dann schön ist, also meine Tochter, meine Frau, gleich wenn der Fisch da drin ist, könnte ich danach sogar mit meinem Hund einmal rausgehen und 5 Minuten alleine lassen. Das mache ich nicht so gerne, aber würde technisch gesehen gehen, gerade bei solchen Gerichten wie hier. Und das ganz Besondere ist mit der Navigenio, da gibt es einen ganz eigenen Stand, der heißt A. Und der A steht für Automatik. Das heißt, in dem Moment, dass ich es auf A stelle, dann macht es alles von alleine. Das heißt, ich könnte meinen Eintopf, mein Gulasch, was auch immer ich mache, könnte ich auf den Navigenio stellen, Gemüse. Stell das ein auf automatisch und gehe wirklich spazieren. Das mache ich tatsächlich. Ich nehme meinen Hund, gehe spazieren und egal, wann wir zurückkommen, wenn die Temperatur nicht mehr da ist, hält die Platte von alleine warm. Aber auch das sind Sachen, das sollte man auf einer Party machen, also auf einem Koch-Event bei euch zu Hause, weil dann kann ich es besser erläutern. Hier sieht man sehr, sehr schön, wir haben eine Temperatur im Topf erreicht. Die Petra kommt gerade einmal, der rote Strich ist hier im Bratenfenster. Das heißt, wir machen ein Navigenio aus, nehmen den Deckel runter. Bisschen Kräuter mit rein. Und jetzt kommt's. Hört ihr das? Und was ganz Besondere ist, und probier das mal zu Hause. Es brutschelt jetzt ein ganz wenig. Das kommt daher, weil der Lachs eine fette Fisch ist. Normalerweise, wenn man einen Steak reinpackt, wenn man Hähnchen reinpackt, da brutschelt gar nichts. Es brät auf den eigenen Fett ganz fein sauberlich gar. Das machen wir jetzt hier rein. Damit die Temperatur jetzt im Topf bleibt, machen wir den Deckel einfach wieder drauf. Und lassen das einfach mal ein bisschen vor sich hin brutzeln. So, hier ist immer interessant, das nenne ich gerne unseren Schmuseknopf. Da habe ich vorher mit zugemacht, den kann man nicht aufmachen. Und weil man den nicht aufmachen kann, kann auch der Deckel nicht hochspringen. Das ist ganz besonders. Wenn ich dann so mal die Zeit nütze, dann zeige ich auch mal unserem Abdampfknopf, damit ihr das einfach mal seht. Und versuche das mal mit einem herkömmlichen. Da würde das nicht gehen, dann hätte man sich verbrüht. Wir haben hier eine Spirale drin, der kühlt das Ganze runter. Und so einfach vermeiden, dass man sich verletzt. So, ja. Wir können jetzt wieder Pause machen. Aber ich muss die Zeit ja auch irgendwie filmen. Das kriegen wir alles hin. Jetzt weiß ich nur noch nicht mit was. Oh, ja, die Petra sagt, die Partygeschenke ist eigentlich richtig hier. Ja, so sieht man. Es ist ähnlich wie live bei uns. Wir haben hier noch ein paar kleine Partygeschenke stehen. Das ist zum Beispiel unser Küchenhelfer-Set. Und das ist wirklich cool, weil was wirklich cool ist hier dran. Die wiegen fast nichts, sind aus Alpha-Metall. Die Griffe werden nicht heiß. Und wenn man vergleichbare Produkte sieht, die kosten dann so um die 25 bis 30 Euro pro Stück. Ich nenne jetzt keine Marken. Aber guck mal, wir haben hier 5 Teile, also 5 Teile plus den Ständer. Das ist ein Gastgebergeschenk. Das heißt, einmal die Freunde einladen, schönen Abend gemeinsam verbringen und dafür noch Partygeschenke abstauben auch. Ja, eigentlich lohnt sich das. Hier an der anderen Seite haben wir nochmal unseren Schüssel. Die habe ich jetzt zweckentfremdet als Obstkorb. Eine elegante Schale. Hoppla. Wir haben hier noch unseren, das sind so 3 Schälchen. Meine Frau nutzt die wahnsinnig gerne für alles, was mit Soßen zu tun hat. Dann sieht man hier, was gerade runtergefallen ist, der Arundo. Das brauchen wir für den nächsten Video. Der Arundo ist eine Bratpfanne, der auch ganz, ganz cool ist, weil wir haben hier einen sogenannten Pyramidenboden. Ich nenne das gerne Fakir-Pfanne. Warum Fakir-Pfanne? Weil man das Fleisch ähnlich wie so eine Fakir auf ein Nagelbrett drauflegt. Das heißt, das Bratgut liegt wirklich nur auf die Spitzen. Und was damit passiert, man hat so ein ganz tolles Grillmuster. Und was mega, mega schön ist, ich mache einmal nur den Deckel ab, Entschuldigung, einmal so eingeworfen. So kann nämlich Dampf rauskommen. Wir können mal einmal zwischendurch gucken, dann erzähle ich gleich weiter. Man sieht hier, was passiert mit dem Lachs. Und guck mal, wie schön das gart. Man braucht ganz wenig tun. Der hat sich noch nicht ganz gelöst, an einer Seite so ein bisschen. Und guck mal, von unten, der löst sich jetzt gerade. Und guck mal, wie das von unten ausschaut. Das legt man gleich so auf den Teller und kann das mitessen. Die paar Kräuter, die da drin sind, packen wir einfach drumherum.
Und das ist auch, was ich gerade sagte. Jetzt, damit da jetzt nicht zu viel Flüssigkeit in der Pfanne bleibt und wir anfangen zu schmoren, wir wollen ja braten, nehme ich jetzt den Deckel ab und jetzt kommt also den Knauf ab. Jetzt kommt ein Kamineffekt. Und ich weiß nicht, ob man sieht, hier kommt so ein bisschen Dampf raus. Und in der Pfanne bleibt es dann wirklich am Braten und eben nicht am Dünsten. Wir haben gerade hier über angefangen zu sprechen. Das Muster ist genial. Man packt da sein Grillgut rein. Und wenn das rauskommt, boah, das ist der Hammer. Das Fleisch bleibt saftig. Also ich habe selten so saftiges Fleisch. Und ich sage das nicht, um Werbung zu machen, sondern einfach, was echt geil ist. Ich nehme fast jeden Party eine eigene Pfanne mit. Und es ist eigentlich nicht Partygegenstand, aber ich weiß, wie toll das einfach ist. Und von dem her, auf meiner Koch-Events, meistens benutze ich zwei Pfannen. Ja, drucklos ist es immer noch nicht. Wir haben gleich den Fisch fertig. Dann machen wir doch mal einen kleinen Trick. Und fangen an, mal ein bisschen anders zu kühlen. Ich überlege jetzt einmal, wie. Ja, ich zwecke einen Fremder einfach mal, das ist einfach mal so. Ich zwecke einen Fremder einfach den herum und dann mache ich ein bisschen kaltes Wasser rein. Und stelle kurzerhand den ganzen Topf in der zweckentfremdete Arundo. Aber okay, geht alles. Ist multi-einsetzbar. So, und guck das mal an. Für mich ist das jetzt fertig. Jetzt nehmen wir einfach den Lachs so auf, drehen den Schlag und jetzt hört ihr, welchen immensen Temperatur immer noch da drin ist, was einmal so richtig schön aufkommt. Ja, das haben wir dann hier gleich. In der Zwischenzeit gerne gemacht mit Zitrone. Ich mag es eher mit Limette. Ich liebe Limette, weil diesen etwas süßigeren Säure, die da drin ist, mag ich sehr, sehr gerne bei Fisch. Und ich mag es gerne tatsächlich in meine Risotto. Und deswegen habe ich einfach mal hier eine Limette anstelle einer Zitrone genommen. Die ist frisch gewaschen, natürlich bio. Einmal durchschneiden, die packen wir gleich damit drauf. In der Zwischenzeit hört man, es wird schon hier. Und hier sieht man, wie es jetzt schöne Temperatur runtergeht. Ja, wenn es so weitergeht, müssen wir trotzdem ein bisschen abdampfen. Ist aber nicht schlimm, wenn das Essen einfach gleichzeitig fertig ist. Ach, das können wir eigentlich machen. Gucken wir einfach mal hier. Da noch nicht, aber hier. War schon fast dampflos, wie man drucklos, wie man jetzt hört. Boah, purer Geschmack, was man gerade riecht. Ja, lecker. So, der ist fertig. Und hier sieht man, wie wunderschön unser Risotto wird. Boah, guckt euch das mal an. So. Schaut euch das mal an. Und wenn man den jetzt aufmacht, von innen noch ganz schön leicht rosa. Also für mich ist das ideal. Das darf natürlich jeder für sich entscheiden, wie ich gerade schon sagte. Und das Saubermachen der Pfannen, auch das ist nochmal so ein Thema. Und die Petra zeigt hier nochmal auf den Fisch und ich zeige was anderes. So geht Saubermachen bei der ABC. Schon mal gesehen. Das ist die gleiche Pfanne. Ja, das ist tatsächlich die gleiche Pfanne. So, Lachs haben wir hier.
bisschen Limette darüber. Ich nehme gerne Kräuter. Und wir haben hier unseren Pfeffer-Duo. Viele Leute mögen Pfeffer. Ich selber bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Pfeffer. Das Pfeffer-Trio ist mega lecker. In Tinso eine sehr intensive Gewürzmischung, aber wir haben hier Pure, ohne Zucker, ohne Salz. Nur so ein bisschen. Und dann habe ich aus dem eigenen Garten, mache ich immer meinen eigenen Kräutersalz. Noch ein bisschen Salz darüber. Und im Wesentlichen ist ein Teil vom Essen fertig. So, wir haben aber hier noch, ganz wichtig, der Risotto. Darin machen wir einmal der Käse drin. Bisschen Butter. Und das Schöne ist, wenn man beim Braten ohne Fett, aber auch beim Kochen, wenn man eine Butter erst zum Schluss reinmacht, dann bleibt die Butter wirklich weich und lecker und dann hat man den puren, cremigen Buttergeschmack. Und die meisten Leute, es gibt immer die Hausfrauen, die machen das nach Gefühl und denen will ich das auch nicht aberkennen, aber es schmeckt doch wirklich anders, wenn es echt nur so reinkommt. Und dann hat man den puren Buttergeschmack, den feinen Käse, der das Ganze unterwürzt. Petra, ich glaube, wir haben zu wenig gemacht. Da würde jetzt gut noch ein bisschen was reingehen. Hier mache ich ein bisschen Salz noch rein, ein bisschen Kräutersalz. Und beim Würzen sage ich immer, würz nicht zu viel und mach es lieber in kleine Schritte. Stellt im Notfall noch mal Salz und Pfeffer auf den Tisch, damit jeder nachwürzen kann. Aber im Wesentlichen braucht man es nicht, weil wir haben hier pure Eigengeschmack. Es ist schade, dass es noch kein Geruchsvideos gibt, weil das ist wirklich der Hammer. So, das Auge ist mit. Guck mal, Petra, das wird deine Portion. Bisschen Basilikum. Ein Spritzel Limette. Und früher in den Küchen hat man immer gerne so getrocknete Kräuter außenrum gemacht. Lass es. Das ist pures, leckeres Essen. So, ich habe fertig, wie man es schon schön sagt. Mein schnelles Gericht für heute. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir filmen. Die Petra kann es wahrscheinlich 27 sagen. Minuten. 27 Minuten. Also, wir haben jetzt gerade in, ich sag mal gut 25 Minuten, weil ich quatsche immer zu viel, haben wir gerade ein Risotto gezaubert. Wir haben den Fisch angebraten, das Abendessen ist serviert, oder Mittagessen, wie man will. Und ich weise nochmal darauf hin, es ist meine Facebook-Seite und die von Petra. Kontaktiert uns, wir kommen gerne zu euch, dann könnt ihr das live erleben, aber auch vor allem schmecken, weil das ist nicht nur lecker, das ist gesund, das ist einfach nur geil. Dankeschön. Macht gut, bis später. Danke.